Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Far Cry Session. Übrigens schon die 12. Session mittlerweile, also auch die 12. Woche, wie ich das schon aufnehme. Und ja, mal so nebenbei, heute haben wir, oder diese Woche haben wir noch den Spider-Web-MTS. Juhu. Hallo. Einfach mal so. Ja, ich habe gefragt, ob er nicht Lust hat, dabei auf dem TS zu sein. So, hier und hatte er. Direkt wen befreien. Komm her, du. Leg dich um. So. So, ich sehe das Ganze natürlich nicht live mit, aber... ja. Das soll nicht das Problem sein. Ja, der beschäftigt sich anders. Ja, ich spiele nebenbei auf unserem Server Hexit. Mhm. Weil Robert und ich, wir hatten die Woche beschlossen, einfach mal... für uns was Neues zu machen und weil wir hier beide die Möglichkeit haben, auf unserem Server alles möglich zu spielen, worauf wir Lust haben. Ja. So aber halt einfach mal Hexe drauf gemacht. Nur mal so nebenbei. Wir sind bei Kampagnenmission 19 von 32, sehe ich gerade. Ja, das ist der Stand. Also ist schon noch was vor uns. 19 von 32? Ja. Die sind auch komplett ja immer unterschiedlich in ihrer Länge. Okay. Manchmal schaffe ich ja eine Mission in, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja. Und manchmal sind die schon so gemacht, dass du dafür eine Stunde brauchst. Sehr gut. Und jetzt fliegen wir hier zu Willis. Ui. Ja, genau. Und ich lande im Baum. Das war sehr gut. Irgendwie scheint mein Headset dich für wichtiger zu halten. Jawohl. Warum? Was ist los? Ach, du bist irgendwie ist das Spiel automatisch ein Ticken leiser als sonst. Also, ich glaube, das ist so. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Oh, sympathisches Headset. Oh ne, die haben Scharfschützen dabei. Ihr seid doch nur irgendwelche Bubis. Hört auf damit. Golden Güser. 3 Stück wieder. Ich muss jetzt erstmal meine Felder umbauen hier. Golden Güser. So. Aber ich denke mal, in der Aufnahme müsste es ja immer noch so laut wie gewohnt sein. Das merke ich an den Minecraft-Aufnahmen auch immer, dass der Ingame-Sound lauter ist, als ich den so auf dem Kopf immer höre. Ja, auf dem Kopf, nicht auf dem Kopfhörer. Ja, ist ja eigentlich auch klar, ne, dass er auf dem Kopfhörer lauter klingt, weil es ja dichter am Ohr ist und alles, oder? Ja, ich meine lauter als in der Aufnahme selbst. So. Darf ich hier rein? Hier ist eine Schranke. Geht halt lieber nicht rein. Das ist hier nur der Flughafen, ja, hier war ich ja schon. Geht halt lieber nicht rein. Dann wirst du nachher durchleuchtet. Wie oft bist du eigentlich schon geflogen, Robert? In Riel? Ja, in Riel. Natürlich in Riel. Boah, gute Frage. Meine nicht in Far Cry. Stimmt. Also ich zähle jetzt mal als Einflug hin und zurück. Ja. Bestimmt. Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich weiß gar nicht. Ach scheiße, jetzt hab ich hier so eine Hose an, die immer wieder die Sachen aufsammelt. Ich schätzen 4-5 Mal oder so. Echt so oft schon? Ich muss jetzt hier auch in ein Flugzeug einsteigen. Ich glaube, ich muss kurz, wir müssen kurz leise sein. Wo ist denn hier die Tür? Darf ich hier rein? Ah, hier drüben. Bin Beifahrer. Das war's? So. Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Egal, ich gebe dir einen Vorgeschmack. Muss ich noch leise sein? Ja. Okay, legen Sie los. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pergamin damals, mit einem Leuchten in den feuchten Augen.
Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, nein, ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Okay. Irgendwas, eine neue Mission erhalten? Ja, irgendwas machen wir jetzt in der Luft. Gut. Das klingt nach einer ziemlich eindeutigen Mission. Ach doch nicht, wir sind schon angekommen. Im Gebirge. Ein Glück. Und hattest du jemals irgendwie Angst vorm Fliegen? Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Irgendwie so ganz am Anfang, vom ersten Flug oder so. Warte mal einen Moment. So, jetzt. Angst würde ich nicht sagen, nö. Aufgeregt oder bisschen, sowas? Bisschen komisch, ja. Aber ich glaube, es war sogar direkt der erste Flug, wo so zwischendurch schon turbulenzen drin waren. Ja. Und das fand ich lustig. Da habe ich immer gelacht. Ah, Karsh Kloster, okay. Was soll ich finde und töte Yumas Stellvertreter? Mach ich. Also ich war zum Beispiel auch nie aufgeregt direkt vor dem Flug. Ja. Also so vorm, dass man da alles richtig macht und den richtigen Flieger einsteigt und so weiter. Das schon, aber zum Beispiel war ja mein erster Flug auch gleich komplett alleine. Ja, ich bin ja meistens mit deinen Eltern. Ja. Fuck, ich bin dumm. Direkt erstmal erwischen lassen. Wohin bist du bislang geflogen? Sizilien, Spanien, Finnland, Lanzarote. Kreta. Portugal. Okay. Oder ich. Kann auch sein, dass jetzt eins dabei war, wo wir mal gefahren sind oder so. Ich weiß jetzt auch nicht. Trotzdem schon eine ganze Menge, wa? Ja. Aua. Oh Mann. Nee, so will ich das nicht. Ich springe hier runter. Ja, ja, geil. Was? Achso, Missionsgebiet verlassen. Sowieso gescheitert. Ich wollte mich umbringen und dann macht er einen Wingsuit auf. Nee, ich will Sneaky machen. Sneaky, Sneaky Challenge. Achso, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit für Minecraft, ne? So. Hier können wir ja noch normal laufen. Da ist... Ich werfe hier mal einen Stein hin. Da muss der Typ doch herkommen. Und dann ersteche ich ihn. Immer dieser mordende Robak. Ja. Was hat er dir getan? Der hat da bloß Wache geschoben. Der hat nur seinen Job getan. Nehme ich mal an. Ich sehe es ja nicht. Wird wohl so sein. Komm, den Messer mal noch gleich da hinten. Geilo. Messerwurf Takedown. Nein, der da oben hat mich erwischt. Ach, lass mich doch in Ruhe. Der da oben hat mich erwischt. Schieß ich euch halt so tot. Aua! Sneaky Scharfschütze. Ja, ich bin gut in Sneaky. Merkt man. Feuer frei. Ne. Ihr habt nicht einen Helikopter. Aua. Ey, du hast nur eine dicke Jacke an. Wieso hältst du so viel Schüsse aus? Das ist die dicke Jacke auf Doom. Ich glaube, der Heli, der war... Warte, Jacke auf Doom. Nicht der... Nicht der krasse Gegner für mich. Ah, da fällt mir ein, ich habe ja noch einen
Shit, ich habe ja noch einen Waffengurtplatz letztes Mal freigeschalten. Hab aber keine Waffe mehr mitgenommen. Oh Mann, komm, wir rennen mal ein Stück vor hier. Da ist der Scharfschütze. Den könnten wir vielleicht von hier treffen. Ach, du möchtest das ja abbauen? Oh, okay. Na, na, na. Ui. Der hat uns verfehlt. Rupibu. Rupibu? Das ist die Schokobo-Geräusche. Rupibu. So. Ja, jetzt ist mir egal, wenn ihr mich erwischt. Egal. Ich für ein Beacon. Bibu. Wo ist er? Ah. Hey, wo sitzt der Typ? Auf dem Dach? Was ist das für ein Teil? Baden. Bleib wachsam, sagt er. Da! Warte, Jacke auf Doom. Nein! Jetzt Scharfschütze weg. Ich würde sagen, das ist auch schon der perfekte Folgentitel. Ja. Nein, du nimmst nicht das Geschütz. Yeah, Kopfschuss. Geht in Deckung! Wie man... Hä? Wo hat mich hier einer gesehen? Da vorne. Als ob er gesehen werden wollte, kommt er auf einmal vorgestürmt. Mach ein Foto der Leiche. Ja, gleich. Erst erschieß ich den. Aber musst du ein Foto der Leiche machen? Ich muss es beweisen. Auftragskiller, ey. Woher soll ich bewiesen, dass es der richtige war? Woher soll ich bewiesen? Beweisen, dass es der richtige war, hat er gesagt. Mach ein Foto der Leiche. Der hat doch eine Maske auf. Aber das ist schon nicht. Erkennt er gleich. Ich habe nur das Foto gemacht. Noch nicht mal weggeschickt. Aber der, mit dem ich über Funk spreche, der erkennt das gleich. Erreiche das verlassene Kloster. Nein, überall stehe ich Doppelchestchen. Da auch. Hallo, verlassenes Kloster. Jetzt kommt... Ist hier gerade was lang gekrabbelt? Hier kommt bestimmt jetzt wieder eine Zwischensequenz, oder? Nö, nur eine Tür. Da. Da wollte mich doch schon wieder einer... Da. Den haben wir... gesehen. Oh. Oh, hoppala. Ey! Okay, ich glaube, das ist kein Sneaky Challenge Ort. Schade. Das ist ein, ich gucke durch Ruinenfenster und schieße die Challenge Ort. Hä? Ist er tot? Pam. Hallo. Hä? Da. Ich nehme die Leichen immer schon gar nicht mehr aus. Sowieso immer Geld überhaupt. Und weißt du, ich mit deinem scheiß Geld. Ich hab mich zwar umgebracht, aber mehr will ich von dir nicht. Und nicht jede Waffe mir kaufe. Ich eh immer nur die benutze. Meistens. Da, ey. Du Dovi. Oldenburg. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Ach, ich glaube ungefähr weiß ich's. Oder? Was? Maximal 10 Minuten hast du jetzt, sag ich. Ja, kann hinkommen. So.
Jetzt könnte aber eine Zwischensequenz kommen. Nee, ich drücke einfach eine dickere Tür auf. Eie. Hier ist schon wieder so ruhig. Da stehen sie. Soll ich sie totschießen? Oder eine Granate hinwerfen? Oder hinsneaken? Ich werfe mal eine Granate, das mache ich so selten. Hui. Yo, Multikill, die bleiben einfach drin stehen. Die sehen, wie sie explodieren. Gucken dann zweimal hin und wundern sich. Ein Toter! Ein Toter! Hallo? Ah, da ist einer. Scheiße. Ja, ne? Irgendwo dieses Liquid-Ding wieder aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie das gebaut werden muss. Das, was Tobi gemacht hatte? Bestimmt irgendwo. Oh. Nachladen. Übrigens spielen wir das nur privat, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass das als irgendwelche Aufnahmen kommt. Das Hexet, meine ich jetzt. Ja. Also, die wollen das unbedingt mal sehen. Naja, dann zeigen wir euch mal, was wir da jetzt gemacht haben. Aber wir machen nichts Spektakuläres. Ja. Robert ist eh wieder so der Lagerist. Ich bin der mal irgendwelche Felder baut und wir sind mit einfachen Sachen zufriedenzustellen. Also wir kennen uns auch gar nicht aus damit. Wie dumm. Ja, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, sich mal damit zu beschäftigen. Ich weiß zum Beispiel nicht mal, wie ich meinen Marker wieder wegkriege. Ich habe da so eine Stelle gemarkert. Aber auf der Map? Ja. Ich kann den Punkt zwar auswählen, aber weiß nicht, wie ihn wieder wegkrieg, aber... Okay. Ja, gibt Schlimmeres, sag ich jetzt mal so. Wo bin ich da runter? Fall mich, Tjok. Jo, ey, du Dovi. Ja. Kann das sein, dass ich gerade relativ wenig Munition nur noch hab? Ah, eine Maus! Eine Ratte! So, was gibt's hier? Wer hat mich hier gesehen? Oh. Was ist hier für Zeug? Da oben? Drei Sandwürmer auf einmal. Easy. Auf ich. Ne? Ah, der steht hier direkt hinter der Tür. Stehen die überhaupt alle nebeneinander? Der Aua. Hotspot für Sandwürmer. Hotspot. Sagtest du doch hundertprozentig, oder? Ja, genau. Hotspot. Wie gestern bei... Na gut, gestern ist relativ für euch. Habe ich bei Gronkh Lucius geguckt. Ja. Hat er so einen Endgegner gehabt. Den hat er mal als Ron Weasley bezeichnet. Hatte der rote Haare? Ja, der sah relativ ähnlich aus. Also nicht hundertprozentig, aber... Ah, nice. Und... hat so dämonenmäßig gesprochen die ganze Zeit. Ich hab's gefunden, Tobis. Und hast du gestern... Jetzt hol ich mir meinen goldenen Chocobo wieder. Du bist ja gestern so spät gekommen, ne? Ja, weil ich mit Kollegen noch... Hast du... Abendbrot essen war. Hast du gestern noch Videos geguckt, so, über den Tag von denen? Plus, nee, nicht wirklich. Ich habe gedacht, wie wahrscheinlich einige Abonnenten von Gronkhizzle, dass er der Spielemeister ist. Genau, nein, das, what? Hier auf der Map ist einer direkt hinter mir, oder er muss über mir oder unter mir sein. Dass er Minecraft gespielt hat, dachte ich. Weil
Oh, das ist gut, da kann ich wieder Gönn dir gucken. Was? Gönn dir, so heißt sein Schloss, was er gerade baut. Nee, hat er aber nicht. Königreich Gönn dir. Er hat. Nicht voll nice, war das so. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, wie er es genannt hat, oder. Es war so ein anderes Spiel, es sah halt von der Umgebung auch so blöckemäßig aus. Aber. Und ich dachte, er hat es nur so genannt, irgendwie. Ich komme einfach nicht auf den Namen. Irgendwas halt, als ob er es im Multiplayer spielt. Und er hat auch mit Sarazar gespielt. Fuck. Aber, ich sterbe. Aber es war ein anderes Spiel. Irgend so ein... Ja, so ein Blöcke-Spiel halt. Aber war seltsam. Ich hatte irgendwie nicht so zusammengepasst, fand ich. Die Spieler selbst sahen so aus wie, ich weiß nicht, wie so mies, fand ich. Ja. Wo ist der Typ jetzt? Und du hast nicht wirklich abgebaut, du hast immer so die Hand ausgestreckt und die Blöcke eingesogen, so irgendwie. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Aha. Ich will den Typ. Da ist er. Bam! In the head. Geschottet. Komm schon. Habe ich jetzt Muni von dem gekriegt? Huch, ich wollte nicht 1 drücken. Nicht F1. Ich wollte 1 drücken. So rum. Aber hier habe ich sowieso keine Muni drauf. Jetzt habe ich hier irgendwelche bekommen. Okay, wir müssen hier schön ist. Da unten wieder hin. Weg damit. Nach raus hier. Ah, die blöde Höhlenspinne verfolgt mich. Gibt's eigentlich auch riesige Spinnen in Far Cry, ne? Nö. So Harry Potter mäßig solche riesigen. So was. Aber irgendwo so. Das gibt's nicht. Nur. Nee? Nee, nur große gefährliche Tiere. Normale quasi. Ja. Elefanten, Tiger, Geoparden, genau. Geparden und so. Erreiche das Tor. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Okay. Was ist das hier? Ein Zettel? Ja. Zettel lese ich mir immer ganz genau durch. Hm. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, eine Höhle. Piste.